Ja, hallo. Heute erkläre ich euch, wie man ein YouTube-Video einbetten kann in unsere eigene Wiki-Seite. Dazu gehen wir auf Seite bearbeiten und geben folgenden Syntax ein. Erstmal machen wir hier ein paar Zeilenumbrüche. Okay, wir fangen an mit zwei geschweiften Klammern und geben das Schlüsselwort YouTube ein, sodass das Plugin darauf zugreifen kann. Weiter geht's mit nicht dem hier, mit dem hier. Okay, jetzt können wir festlegen, wie groß unser Fenster sein soll. Und das soll mal large sein, also groß, Doppelpunkt. Und jetzt benötigen wir die ID unseres Videos. Wenn wir also jetzt, sagen wir, das vorige Video nehmen, dann schauen wir hier oben im Link, was denn nach dem V gleich steht. Und das, was hier nach steht, das ist die ID unseres Videos. Die werden wir kopieren und fügen diese anschließend hier ein. Wenn wir das gemacht haben, folgt ein Trennstrich. Und hier können wir jetzt irgendetwas eingeben, was wir wollen. Sagen wir mal Kapitel 3. Und ja, abgeschlossen wird das Ganze wieder mit zwei geschweiften Klammern. Was passiert, wenn wir auf Speichern drücken? Dann sollte das YouTube-Video eingebettet sein. Genau. Wir sehen, das ist recht groß, das Fenster. Genau. Und zwar sehen wir, dass unser YouTube-Video, wenn wir auf Speichern drücken, ist es zentriert in der Mitte. Wie bekommen wir das jetzt hin, dass das YouTube-Video links oder rechtsbündig ist? Tja, das geht folgendermaßen. Und zwar ist es wieder eine Sache der Leerzeichen. Wir werden hier ganz einfach ein Leerzeichen wegmachen und haben hier also eins zu viel. Das bedeutet, das Video, das müsste jetzt linksbündig sein. Und das Ganze, das kriegen wir auch hin und machen das Video rechtsbündig, wenn wir das einfach andersrum gestalten. Dieses Leerzeichen löschen wir raus und hier fügen wir ein Leerzeichen ein. Wir drücken auf Speichern und das ganze Video ist jetzt rechtsbündig. Um es wieder zentriert hinzubekommen, benötigen wir links ein Leerzeichen und rechts ein Leerzeichen, natürlich innerhalb der geschweiften Klammern. Ja, was gibt es noch zu sagen? Man kann das Fenster natürlich auch kleiner wählen, indem man hier einfach nur Small eingibt. Man drückt auf Speichern. Und man hat ein kleines YouTube-Fenster.